bereits seit August und September bekamen viele Menschen im Donbass keine Gehälter und keine Renten mehr. Смотрите, что с народом сделали. Мне пенсии не дают. В чем я стояла? Я 50 лет отработала на одном месте. Das Ganze wurde verschärft, als zusätzlich eine Wirtschaftsblockade verhängt wurde. Seitdem sind 250 Staatsbetriebe aus dem Energiesektor stillgelegt und schon damals vor dem nahenden Winter zeichnete sich ab, dass die Zivilbevölkerung ziemlich harten Zeiten entgegengeht. Nicht nur, dass sie bombardiert wurden, sondern ihnen wurde eben auch anderweitig jegliche Lebensgrundlage entzogen.